Ja, hallo, mein Name ist Carol. Und mein Name ist Tobi. Genau, und wir haben den Film Malm gemacht. Das Ganze ist unsere Diplomarbeit, ein experimenteller 3D-Schwarz-Weiß-Film. Es geht um Themen, die jetzt im Rückblick vielleicht aktueller sind, als sie damals gedacht waren, weil es um einen Hauptcharakter geht, der halt sich so ein bisschen in unserem Fall selbstgewählten, obsessiven Selbstisolation befindet und der quasi durch einen äußeren Faktor sozusagen eine Aufforderung erhält, sich da rauszubewegen. Genau, das Ganze hat angefangen in längeren Research-Prozess im Grunde genommen. Wir haben immer unterschiedliche Sachen, die man gerne machen will. Und wir kommen beide eher vom Bild. Also das heißt, man hat manchmal einfach Bildideen, die einen dann inspirieren. Und dann kommt man von der einen Bildidee zur anderen Bildidee. Und das war so der Anfang im Grunde genommen. Bis wir dann im Grunde genommen zum Script kamen, wo wir dann überlegt haben, wie kriegen wir eigentlich diese Bilder vielleicht miteinander vereint. Und dabei gab es halt einen großen Inspirationsblock, dem das zugrunde lag, wo wir gesagt haben, eigentlich wollen wir was in die und die Richtung machen. Man kann halt einfach alles kombinieren. Also da, wo man bei manchen Sachen sich denkt, oh nee, das geht jetzt nicht und so weiter. Es gibt halt eigentlich, also wir kommen auch beide aus dem Handwerk. Also ne, irgendwie wir sind selber Artist im Grunde genommen und das ist halt das Schöne, weil du lernst Sachen, du kannst sie anwenden, du kannst adaptieren, du kannst Sachen ummodeln und so weiter. Und die Grenze ist einfach nur, das sind halt Bilder hintereinander. Ist ja scheißegal, was du machst. Kannst am Ende auch drüber malen, ausdrucken, nochmal filmen, im VHS irgendwie Rekorder abnehmen oder weiß was ich was. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Und ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man sich mit so einem Medium beschäftigt, dass man so, es gibt viele vorgestaltete Wege und die sind auch gut, um erstmal zu einem Prozess zu kommen. Und ab irgendwann darf man dann halt aber auch wieder so die Spirale drehen und gucken, irgendwie, wie kommt man da ans Ziel und was lässt man an Zufällen zu, weil so ein Film, unabhängig vom Konzept, ja auch immer sozusagen den Bogen dann geht. Und dann am Ende merkst du so, der hat jetzt eine eigene Dynamik und der sagt jetzt eigentlich, der diktiert ja auch ein bisschen, also die Kreativität diktiert ja so ein bisschen, welche Richtung es geht, auch wenn du vielleicht am Anfang mal den Anspruch hattest, das und das zu machen. Also so, ne, das Ziel und der Weg sind dann manchmal unterschiedliche Sachen und das ist halt schön, wenn man sich darauf einlassen kann. Das ist halt wie mit einer guten Skizze. Da fängt man manchmal an, irgendwie random irgendwas zu zeichnen, sieht eine gute Silhouette und hat die provoziert, das ist nicht ganz unbewusst, aber findet die halt auch eher durch den Zufall. Ja, konkret beim Mulm hatten wir uns auch so ein bisschen das Ziel gesetzt, Sachen zu machen, die ein bisschen einzigartig aussehen. Ich denke, die Sache, die am auffälligsten ist, wenn man unseren Film schaut, ist wahrscheinlich das Gesicht vom Hauptcharakter, was tatsächlich ein echtes, gefilmtes Gesicht ist. Also wir hatten einen langen Character-Design-Prozess. So. Wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr oder so haben wir immer Skizzen gemacht, wie unser Hauptcharakter aussehen soll. Irgendwann hatten wir einfach, ich glaube, ein Foto aus einem Kurosawa-Film von einem Gesicht von einem Schauspieler. Einfach mal schwarz-weiß gezogen und drauf geplackt und dann hat man gedacht, okay, das ist schon witzig irgendwie. Das ist einfach perfekt. Den echten Schauspieler, der hat halt ein bisschen mehr Leben oder ein bisschen der hat es halt ein bisschen dreckiger gemacht. Wir haben uns halt ins Studio gesetzt und dann mit einer GoPro, der hatte auch einen Helm vor sich gehabt. Und dann haben wir mit ihm den Film durchgespielt und quasi sein Gesicht abgenommen. Wir haben am Anfang gesagt, okay, wenn niemand sich diesen Film jemals anguckt, dann ist es auch okay, weil wir hatten Spaß drin zu machen. Und dass es trotz dessen oder vielleicht gerade deswegen eine Menge Leute gibt, die den, glaube ich, mögen und dass der auch ankommt und ja, dass er einfach gemocht wird, trotz dass er so einfach aus uns kommt, das war sehr schön zu merken, gerade wenn man irgendwie eine Menge arbeitet, also normal Freelance oder so, ne? Hast du das nicht oft, dass du einfach arbeiten kannst und Leute mögen das. So, ne?